Weiter geht's mit der fünften Mission der USS-Kampagne, Entbehrlich. Das ist vermutlich die schwierigste Mission von allen, denn hier sind nahezu alle Standardgegner vertreten. Zombies, Crimson Heads, Spezialeinheiten, Licker und Hunter. Man kann sich demnach nicht spezialisieren, sondern man muss sich flexibel gegen alle Feindtypen zur Wehr setzen können. Die gute Nachricht jedoch ist, dass alle Feinde eine verringerte Gesundheit besitzen als gewöhnlich. Dadurch sind sie einfacher zu besiegen. Ich treffe die Annahme, dass für euch die Hunter die größte Bedrohung darstellen werden. Daher fällt die Wahl auf die Wissenschaftlerklasse mit der aktiven Fähigkeit, infizierte Gegner kontrollieren zu können. Auf diese Weise könnt ihr in manchen Situationen die bedrohliche Stärke der BOWs für euch selbst nutzen. In dieser Mission sind außerdem nur 12 Überwachungskameras zu finden. Die maximale Anzahl an Datensätzen ist im Vergleich zu der benötigten Anzahl knapp bemessen. Dafür sind ihre Standorte leicht zu merken. Das Management braucht euch beim Raccoon City Police Department. Umbrella hat eine geheime Abmachung mit Polizeichef Brian Irons, um sich die Kooperation und Diskretion des Police Departments zu sichern. Wir wissen, dass er Informationen über moralisch fragwürdige Aktivitäten von Umbrella gesammelt hat. Womöglich will er damit Umbrella erpressen. Seine Unterlagen müssen verschwinden. Kein Polizeibeamter darf zurückbleiben, der etwas berichten könnte. Wenn die Mission gelingt, könntet ihr abgeholt werden. Okay, wir sind dran. Gut, Zeit ist kostbar, also bewegt euch, Wolfpack. Over und aus. Danach können wir vielleicht endlich weg von hier. Zu Beginn des Levels lassen sich 2 Überwachungskameras zerstören und ein Erste-Hilfe-Spray, eine Brandgranate und einen Datensatz finden. Unten warten schon die Zombies. Mäht sie einfach mit der Polizeiflinte nieder. Interessant ist, wenn man mit Forest spielt, dass manche Zombies liegen bleiben und erst dann aufstehen, wenn sie Schaden erleiden. Dank der passiven Fertigkeit der Wissenschaftlerklasse kann man diese Zombies identifizieren und sie dann mit der Polizeiflinte ausschalten. Allein schon des Killcounters wegen. Betretet noch diese Gasse, um ein Erste-Hilfe-Spray und einen Datensatz zu erhalten. Nach Überschreiten der unsichtbaren Linie brechen Zombies und Crimson Heads durch alle silbernen Türen in dieser Gegend. Nutzt die Polizeiflinte und macht einfach kurzen Prozess mit ihnen. Crimson Heads sollten dabei möglichst Priorität haben.
Schaut kurz nach rechts, dort könnt ihr eure Munition auffüllen. Die Hunde sind weg. Bei den Hundekäfigen kann man eine Kamera und ein weiteres Erste-Hilfe-Spray entdecken. Der Monolog eures Charakters kündigt den Hund an. Nebenbei den letzten Hund in dieser Kampagne. Wie schon in der ersten Mission gesagt, Hunde sind keine ernstzunehmende Bedrohung. Schaut aber hinter den brennenden Wagen, denn dort ist ein Datensatz versteckt. In diesem Gebiet ist Munition verstreut und über der Tür zum Polizeirevier eine Überwachungskamera zu finden. Sind in der Polizeizentrale. Kein Hinweis auf Überlebende. Die Informationen sind im Büro des Polizeichefs. Kümmert euch darum. Die Information muss in dem Büro sein. Auf dem Weg zu den Beweisen lassen sich noch zwei Datensätze, eine Kamera und ein Antivirus-Spray aufspüren. Da haben wir es ja. Das war's. Jetzt raus aus dem Dreckloch. Endlich. Das Management würde langsam nervös. Keiner kann uns mehr entlarven. Jetzt raus da, wir holen euch an. In den Gängen sind nun drei Licker, allerdings weit verteilt. Man kann sie also einzeln nacheinander ausschalten. Bleibt einfach in Bewegung und nutzt die Polizeiflinte und gegebenenfalls auch Nahkampfangriffe. Der Kampf sollte keine größeren Probleme bereiten. Nach Beseitigen der ersten drei Licker taucht noch ein vierter von dort auf, wo auch der dritte hergekommen ist. Die Zombies, die durch die Tür brechen, könnt ihr mit einer Splittergranate überraschen. Stellt aber vorher sicher, dass ihr keine Verbündeten trifft oder diese euch den Weg zurück versperren. Auf der oberen Ebene begegnen euch mehrere Licker und Zombies. Versucht die Lage durch einige Granaten und die Übernahme von ein oder zwei Lickern mit Forays aktiver Fertigkeit unter Kontrolle zu bekommen. Die Zombies auf der unteren Ebene beseitige ich vorzugsweise von hier oben, damit, wenn ich runtergehe, keine Gegner mehr auf mich warten. Links ist eine Brandgranate. Auch durch diese Tür stürmen Zombies. Schmeißt, wie in der oberen Etage, eine Granate vor die Tür und springt wieder zurück. Beweg dich nicht. Über der Tür befindet sich eine Kamera. In diesem Fall hat die Granate diese Kamera bereits zerstört. Kehrt für kurz in den Innenbereich zurück, denn dort sind noch ein Datensatz und bei Bedarf ein grünes Kraut. Bevor man die Zwischensequenz vor dem Tor auslöst, kann man noch in diesem Bereich zwei Datensätze, Munition und jeweils eine Granate jedes Typs erhalten.
Sind sie tot? Keine Ahnung. Delta Team, wir setzen neue Prioritäten. Die Abholung wurde verschoben. Geht zum Unfallort und untersucht ihn. Dem Management gibt die Geduld aus. Identifizieren Sie sich! Findet den Kopf. Macht ihn kalt! Wir müssen ihn umgehen. Hier tauchen zwei Zombiewellen auf. Die erste wird auf der linken Straßenseite und die zweite auf der rechten Straßenseite getriggert. Wenn man beide Wellen auf einmal auslöst, was die meisten Spieler unwissentlich auch tun, würden die meisten Zombies der ersten Welle entfernt werden, weil ansonsten zu viele Gegner auf dem Feld wären. Der Granatwerfer ist übrigens vollständig optional. Ich bringe lediglich etwas Abwechslung ins Spiel. Diese Zombies kann man ebenfalls mit der Polizeiflinte besiegen. An der gleichen Stelle, wo der Granatwerfer gelagert ist, befindet sich eine Munitionskiste, mit der man die Munition für die Polizeiflinte wieder auffüllen kann. Beim Öffnen des Tores kriechen zwei Zombies hervor. Im Parkhaus befinden sich zwei Überwachungskameras. Zerschießt sie am besten jetzt, bevor ihr das nach dem Lickerkampf möglicherweise wieder vergesst. Ich bin keins von den Dingern! Hör auf zu schießen! Dieser Überraschungsangriff besteht aus mehreren Wellen von Lickern. Haltet die folgenden Hinweise ein, um sie möglichst effektiv bekämpfen zu können. Übernehmt regelmäßig die Kontrolle über zwei Licker, um euch zu entlasten. Bleibt immer in Bewegung, damit die Angriffe der Licker euch nicht treffen. Sind die Licker an der Decke, versucht immer hinter sie zu gelangen. Sind sie auf dem Boden, versucht sie mit Nahkampfangriffen zu betäuben und dann mit den Waffen anzugreifen und diese Endlosschleife weiterzuführen. Greift nicht alle Licker auf einmal an. Wenn sie alle auf einem Haufen sind, nutzt stattdessen Granaten. Sollte euch die Munition ausgehen, kann man ganz hinten zwei Munitionskisten finden. Ebenfalls befindet sich dort bei Notwendigkeit ein grünes Kraut. Vergesst nach dem Kampf den Datensatz nicht. Es liegt neben der grünen Mülltonne. Mist, wir haben sie verloren. Ihr habt sie verloren! Verdammt!
Management hat die Geduld verloren. Wir gehen über zu Plan B, Delta Team. Ihr seid jetzt allein. Wissen wir von Plan B? Wir vernichten sie und Ende, richtig? Vielleicht war es ein Übertragungsfehler. Das sind Militärs. Sobald das Tor offen ist, rennt sofort hinaus und erledigt die Spezialeinheit auf der linken Seite, bevor dieser die Gelegenheit bekommt, euch anzugreifen. Besiegt danach noch die restlichen Zombies. Lauft nun nach oben und holt euch dort das halbautomatische Scharfschützengewehr. Nutzt dort die Deckung und konzentriert das Feuer auf die drei Scharfschützen auf dem gegenüberliegenden Gebäude. Nach dem Ausschalten der Scharfschützen könnt ihr jetzt mit demselben Gewehr die Spezialeinheiten auf der Straße ins Visier nehmen. Gelegentlich müsst ihr die Deckung verlassen und nach links und rechts laufen, um alle Feinde anvisieren zu können. Sobald die Spec Ops besiegt sind, könnt ihr wieder die Polizeiflinte an euch nehmen. In diesem Außenbereich sind zudem zwei Datensätze und eine Überwachungskamera versteckt. Wenn ihr hier vordringt, kommen drei weitere Spezialeinheiten. Von dieser Stelle aus solltet ihr sie aber mühelos bezwingen können. Was ist das für ein Geräusch? Klingt wie ein Hubschrauber. Holen die uns ab. Sammelt zu guter Letzt noch die grünen Kräuter und die Munition, bevor ihr die weitere Zwischensequenz auslöst. Da sind eine Menge MA-121, die machen vor nichts halt. Umbrella will uns auch tot sehen. Nutzt Forays Fähigkeit, um zwei der Hunter unter eure Kontrolle zu bringen und weist sie an, den dritten anzugreifen. Wenn alle drei Hunter sich gegenseitig angreifen und somit an der gleichen Stelle stehen, nutzt ein oder zwei Granaten, um sie alle gleichzeitig stark zu schwächen. Sobald ihr die Gasse betretet, erscheinen ein weiterer Zombie aus einer Tür rechts von euch und ein Hunter aus einer Kapsel vor euch. Verschießt alle übrigen Pfeile auf den einen Hunter, damit sich die Fähigkeit wieder auflädt und ihr somit wieder über 5 Pfeile verfügt. Ist der Hunter tot, nutzt die Munitionskiste, um eure Munition wieder aufzuladen und die grünen Kräuter, um eure Gesundheit vollständig wiederherzustellen. Beides ist für das nächste Gebiet sehr entscheidend.
Vergesst zu guter Letzt den Datensatz in der Gasse nicht. Ich persönlich ziehe es vor, die Überwachungskamera vor dem Betreten dieses Gebietes zu zerstören, damit ich das nicht mitten im Kampf machen muss oder Gefahr laufe, es nach dem Kampf zu vergessen. Es wird nun sehr viel in kurzer Zeit geschehen. Verfolgt also aufmerksam meine Handlungen. Als ersten Schritt läuft ihr auf die Zapfsäule zu. Das lässt die Hunter erscheinen. Nehmt dabei das grüne Kraut auf, um den erlittenen Schaden rückgängig zu machen, und lauft wieder zum Startpunkt zurück. An dieser Stelle schützt euch die Wand vor den Angriffen des Backups. Schießt von hier aus die Waffenkiste auf. Lauft nun hin und sammelt die Gegenstände auf. Nehmt den Granatwerfer auf, tauscht die Waffe aber sofort wieder zurück. All diese Handlungen haben einen Zweck, den ich mit der Zeit nun erklären werde. Durch das Triggern der Hunter lassen wir die Spec Ops gegen sie kämpfen und sich gegenseitig schwächen. Dadurch werden beide Parteien zur geringeren Bedrohung. Doch Vorsicht, bei zwei bestimmten Huntern kann man die Fähigkeit aus unbekannten Gründen nicht einsetzen. Wenn ein Hunter euch anspringt, macht einen Ausweichsprung nach hinten. Vergesst nicht, dass ihr während des Ausweichsprunges und vor dem Aufstehen gleichzeitig feuern könnt. Es gibt noch einen weiteren Triggerpunkt für einen Hunter. Um nicht von seiner herunterfallenden Kapsel erschlagen zu werden, löst den Hunter von dieser Position aus. Sobald alle Hunter erledigt wurden, erscheint noch eine zweite Welle, bestehend aus drei Huntern. Sollte euch die Munition ausgehen, lassen sich im Zentrum zwischen den Zapfsäulen zwei Munitionskisten finden. Ebenfalls kann man im Umfeld einige grüne Kräuter entdecken. Haltet jedoch Abstand zum Garagentor, um nicht vorzeitig weitere Spec Ops Soldaten auszulösen. Dieser Flur beherbergt nebenbei einen Datensatz und, sobald notwendig, ein Erste-Hilfe-Spray. Der Grund, weswegen ihr vorher den Granatwerfer aus der Waffenkiste holen solltet, ist, dass in der Zwischenzeit ein zweiter generiert wurde. Hebt nun einen von beiden auf, um damit die Spezialeinheiten zu bekämpfen. Leitet den Kampf mit einer Brandgranate ein,
um den Ausgang zu blockieren und die Spezialeinheiten nah beieinander zu halten. Den Rest erledigt der Granatwerfer. Achtet nur darauf, euch nicht selbst damit zu sprengen. Sobald der Kampf vorüber ist, schießt die letzte Überwachungskamera ab und lauft zurück zur Waffenkiste, um euch den anderen Granatwerfer zu holen. Ab dieser Stelle werdet ihr hauptsächlich Spezialeinheiten bekämpfen. Somit benötigt ihr die Polizeiflinte nicht mehr. Nutzt für die Zombies die Pistole, Nahkampfangriffe oder den Granatwerfer. Seid aber vorsichtig. Die plötzlich auftauchenden Crimson Heads könnt ihr ebenfalls mit dem Granatwerfer leicht zur Strecke bringen. In diesem Umfeld sind zwei Datensätze zu finden. Schießt vorher das explosive Fass ab, bevor ihr weitergeht. Ach, er ist weg. Schon wieder. So eine Scheiße. Suchen wir einen Unterschlupf. Wenn ihr diese Stelle als Deckung nutzt, kann es manchmal passieren, dass eine Spezialeinheit aus Versehen auf das explosive Fass schießt und euch damit in die Luft sprengt. Daher solltet ihr dieses Fass vorhin zerstören. Mit dem Granatwerfer könnt ihr die Feinde töten, bewahrt aber zwei der Granaten für einen späteren Zeitpunkt auf. Nachdem die Gegner besiegt wurden, könnt ihr die restliche Munition des Granatwerfers verwenden, um den Spec Ops Scharfschützen zu beseitigen. Tauscht nun euren leeren Granatwerfer gegen eines der Sturmgewehre der besiegten Gegner aus. Hebt den hier liegenden Datensatz auf. Nach der Explosion erscheint eine Welle von Spezialeinheiten. Bleibt hier in Deckung. Neben den Spezialeinheiten, die sich hinter der Barrikade befinden, gibt es auch zwei von ihnen, die sich vor der Barrikade aufhalten. Wartet, bis der erste von ihnen angerannt kommt und fangt diesen ab. Der zweite wird sich in der Regel nicht zeigen. Also könnt ihr euch jetzt mit den Spezialeinheiten hinter der Barrikade befassen. Der Baum vor euch ist hierbei eine sehr wertvolle Deckung. Er schießt so viele Feinde wie möglich von dieser Position aus und arbeitet euch langsam nach rechts vor. Sobald alle Gegner besiegt sind, könnt ihr aus der Deckung hervorgehen und den Datensatz und bei Bedarf auch die Brandgranate aufsammeln. Die zwei grünen Kräuter hingegen solltet ihr nur benutzen, wenn ihr sie auch wirklich benötigt, denn sie können später vom großen Wert sein. Jetzt wird es komplizierter. Sobald ihr die Treppe hinuntergeht, werden weitere Spezialeinheiten auf euch zukommen. Werft eine Granate, um sie für einige Zeit auszubremsen und zieht euch dann wieder zurück. Erfahrungsgemäß haben sich die Autos vorne leider als ineffizienter Schutz erwiesen. Hier hinten habt ihr eine viel bessere Deckung. Vergesst nicht, weiter hinten befinden sich Munitionskisten, sollte euch die Munition ausgehen. Erst, wenn keine weiteren Feinde mehr zu sehen sind, könnt ihr euch langsam nach vorne arbeiten. Ab diesem Punkt taucht eine zweite Welle von Spezialeinheiten auf
die der ersten identisch ist. Geht unter keinen Umständen links in die Gasse, da ihr ansonsten in einer Todesfalle gefangen seid, sondern zieht euch wieder nach hinten zurück und verfahrt genauso wie bei der ersten Welle. Sind die Feinde erledigt, könnt ihr dann die Gasse aufsuchen und euch das erste Hilfespray nehmen. Als nächstes werden euch Hunter erwarten. Bereitet euch auf diesen Kampf vor, indem ihr den Flammenwerfer aus der Munitionskiste holt. Merkt euch unbedingt diesen Tipp. Springt sofort zurück, um keinen schweren Schaden von der herunterfallenden Kapsel zu erleiden. Am einfachsten könnt ihr die Hunter an diesem schmalen Durchgang abfangen und sie hier erledigen. Die vier Hunter-Kapseln tauchen dabei nacheinander auf. Wenn ihr schnell genug seid, müsst ihr euch nicht mit mehr als einem Hunter gleichzeitig auseinandersetzen. Nach Beseitigen der Hunter sind nun Spezialeinheiten und Crimson Heads an der Reihe. Nehmt wieder ein Sturmgewehr auf und nehmt die Crimson Heads unter eure Kontrolle, damit sie die Spezialeinheiten angreifen. Wenn keine Feinde in Reichweite sind, nehmt am besten die hier gezeigte Route, um weiter vorzurücken. Hebt nebenbei den letzten Datensatz auf. Nehmt übrigens alle Spezialeinheiten, die sich in Viets verwandeln, ebenfalls unter eure Kontrolle. Dieses hier ist erfahrungsgemäß die beste Stellung, um die Spezialeinheiten anzugreifen. Ihr seid vor denen auf der linken Seite geschützt und ihr könnt die geradeaus von euch attackieren. Und so könnt ihr euch immer weiter links vorantasten. Sollten die Feinde die Deckung nicht verlassen wollen, könnt ihr versuchen, sie mit Granaten herauszuzwingen. Überlegt euch gut, wann ihr den Hof betreten wollt, denn damit löst ihr gleichzeitig eine Masse von Zombies aus, die euch stören werden. Hier könnt ihr euch mit einem grünen Kraut heilen, wenn ihr angeschlagen seid. An dieser Stelle habt ihr die letzte Möglichkeit, eure Datensätze an einen Laptop abzugeben. Nutzt diese Gelegenheit. Außerdem findet ihr hier ein Erste-Hilfe-Spray und einen Granatwerfer. Nehmt beides an euch. Denn hier werden euch Viets überraschen. Beseitigt zuerst die auf der rechten, dann die auf der linken Seite und schießt anschließend auf diejenigen, die gegebenenfalls überlebt haben. Lauft danach den ganzen Weg zur Waffenkiste mit dem Flammenwerfer zurück. Und hebt den inzwischen neu gespawnten Flammenwerfer auf. Diesen Flammenwerfer werden wir für den finalen Kampf gegen die zwei Tyrants einsetzen. Haltet euch zuletzt vollständig mit den hier im Umfeld liegenden grünen Kräutern, bevor ihr euch dem finalen Kampf stellt. Mit dem Flammenwerfer ist der Kampf gegen die zwei Tyrants sehr einfach. Erstens, zielt auf den Kopf, um euch vom Griff des Tyrants zu befreien.
Zweitens, stellt euch in ungefähr dieser Entfernung zum Tyrant auf, um den maximalen Schaden aus dem Flammenwerfer herauszuholen. Drittens, tretet ein paar Schritte nach hinten zurück, sobald der Tyrant zum Angriff ausholt. Und viertens, hier liegt eine Munitionskiste mit unbegrenztem Munitionsvorrat, wenn euch der Flammenwerfer ausgeht. Nachdem die Tyrants besiegt sind, tretet zu guter Letzt durch diese Tür, um auch diese Mission zu beenden. Was ist passiert? Dann nimm deine Finger weg. Zentrale, Zentrale, hier ist Wolfpack. Bitte melden. Melden Sie sich? Nein. Wir sind alleine. Ohne Hilfe sind unsere Überlebenschancen gleich null. In dieser Mission werdet ihr aufgrund der Zeitknappheit in der Kategorie Zeit höchstwahrscheinlich einen B-Rang erzielen. Wenn ihr jedoch in den restlichen Kriterien ein S, alle Datensätze an den Laptop abgegeben und die meisten Überwachungskameras zerstört habt, sollte euch der S-Plus-Rang dennoch sicher sein. So viel dazu, weiter geht's mit der Mission Erlösung.